Bis am Samstag hatten wir noch vor, dass wir dieses Programm hier auf der Bühne draußen veranstalten können, das beim Fest der Religion stehen bleiben sollte, aber die musste abgesagt werden wegen Sturmwarnung. Ja, und deshalb bedanken wir uns ganz herzlich bei der evangelischen Kirche hier, bei dem Thomas Werner mit Team, die sowas ermöglicht haben, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Und ja, ein herzliches Dankeschön an euch. Also wir sind Taya Tippis und der Lamm, ja, der ist eigentlich mal so zufällig entstanden. Was soll ich groß erzählen? Ich erzähle erstmal, wie ich hier hingekommen bin. Und zwar habe ich den Micha besucht. Nach 3 Jahren hier irgendwann abends immer, was willst du eigentlich noch so machen? Und habe ich zu Micha gesagt, oh Micha, ich möchte mal auf die Bühne Menschen bewegen. Ich möchte so vor Menschen gehen. Dann hat der Micha zu mir gesagt, pass mal auf, komm mal am Dienstag vorbei, wir schieben so einen Stein und dann sind da Menschen zu bewegen. Mein Gedanke ist dabei, wenn wir hier über Frieden reden, dann ist der erste Weg erstmal, den Frieden in sich zu finden.
Also wir können auch nicht, wenn es uns selber nicht gut geht, ist nur meine Meinung, können wir da draußen nichts bewegen. Und dann ist auch meine Frage, wie oft machen wir das? Wie oft gehen wir auf die Straße, unsere Träume verwirklichen? Wir haben immer einen Grund, es nicht zu tun. Und das ist eigentlich schade. Und ich denke, wir machen die Welt zum Besten.